London Pop ist London Pop ist London Pop ist hat News. Was tun sich an der Themse in Kings Road und Soho? Ganz exklusiv für Disco, was gibt es Neues, Joe? Tja, hallo liebe Freunde, willkommen zu London Pop News aus dem heißen Londoner Sommer. Und da muss ich ja unbedingt etwas Eis essen, nicht wahr? Übrigens, zu Ihrem Interesse, in der Show haben wir unter anderem Blooming, dann haben wir auf jeden Fall dabei Terry Silvester zu Hause und wir haben bald nicht mehr allzu viel Zeit, denn wir müssen unbedingt ein bisschen Eis essen. Ja, Freunde, ich will euch eins zeigen hier. Das hier ist Gilbert O'Sullivan. Sehr eigenartig. Sag mal, Gilbert, das sieht so ein bisschen wie Charlie Chaplin aus. Würdest du sagen, das ist ein Gag, den man einmal machen kann und dann ist er vergessen? I think I can go on forever. The point is, with an image like this, I could be 50 years old and I could dress up in it and I could still be Gilbert O'Sullivan. Gilbert meint also, dieses Outfit kann man noch immer tragen. In 50 Jahren werden die Leute neu erkennen, das ist Gilbert O'Sullivan. Und wir haben auch eine neue LP von Gilbert. Was kannst du uns darüber erzählen? Yeah, there's 12 new songs on it, plus an musical introduction. 12 neue Songs und eine musikalische Introduction, also eine Einführung, ja? Right, and it's due for release on the 27th of this month. Und es ist also schon veröffentlicht worden am 27. letzten Monats, right? And it's pretty good. Die sind sehr gut. Hampstead Garden Suburbs ist der Wohnort von Holly Terry Silvester, wo es stets interessante Neuigkeiten zu erfahren gibt. I think it's this one. Ah ja, Terry sagte mir nämlich gerade, dass die Hollies nach diesem Album Confession of the Mind soeben im Studio schon wieder eins aufgenommen haben, ne? Ja, Distant Light. Also fernes Licht und man darf dieses ferne Licht in Deutschland auf dem Plattenteller leuchten. Be released for Christmas. Passend zu warten, dann habe ich einen Bein. Und während Terry Silvester seiner Frau in der Küche helfen muss, kann ich mich mal umsehen, was für interessante Bücher denn so der... Ah, Fußballbücher. Aha, hier. Yeah. Terry Silvester, links außen, FC Liverpool. Hauptstolz der Familie ist Paul, ein wirklich süßer kleiner Bengel. Gerade 6 Jahre alt, Edith in der Schule mit ersten Schreibversuchen, die dank der Mama sogar, ja, gelingen. Austoben kann sich Paul regelmäßig mit Papa. Hier beim Zimmercricket und natürlich auch beim Autowettfahren. Hier sind die Blooming im Londoner Morgenstudio dabei, das Follow-up zu ihrem Bombenhit Bannerman aufzunehmen. Hören wir mal zu. Dieser Take ist übrigens ganz exklusiv für Disco 71. Selbst die Plattenfirma der Blooming hat noch nicht einmal ein Band von dieser Aufnahme, denn Roger Cook und Madeleine Bell wollten die Premiere ihres künftigen Hits in London Pop News erleben. Also hören wir jetzt hier noch nie gehörtes, exklusiv bei Disco 71. Warum soll sich ein beschäftigter, ja, ein überbeschäftigter London Pop News Reporter nicht auch mal ein Picknick gönnen? Ach ja, nichts Schöneres als Picknick. Okay, Protrop, nächster Brief.